Ja, hallo und willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online. Ich bin immer noch, oder wieder, oder wie man es auch sieht, bei den Juwelenbäumen. Nach wie vor hauen wir da ein paar Runden und naja, muss ja auch mal sein, dass wir hier ein bisschen durchkommen und ein bisschen was fertig kriegen. 2% pro Runde kriegen wir, das heißt insgesamt, wenn wir hier 2 Level sind, brauchen wir ungefähr, mal grob gerechnet, 10.000 Mobs. Einige davon haben wir schon weg. Und ja, ganz so viele brauchen wir wahrscheinlich auch nicht mehr, weil ja wir ja auch ein bisschen ins Verlies gehen und sonst so, ne? Also uns wird schon weniger. Passt schon. Lasst euch da mal keine nicht den Mut verlieren. Wir kriegen das hin. Irgendwann. Vermutlich erst nach meinem Urlaub, denn ab heute. Heute ist der 11. Heute geht mein Flieger. Heute bin ich offiziell nicht mehr zu erreichen. Oder wenn, dann nur noch schwierig oder mal sporadisch, dass ich halt ja, im Hotelzimmer, wenn ich mal so ein bisschen Zeit habe, mal kurz auf YouTube vorbeischaue oder eben auf Facebook oder eben auf Twitter oder eben, ja, Skype müsste ich auch aktiv haben. Aber wie gesagt, rechnet nicht unbedingt damit. Wenn ihr irgendwas habt, könnt ihr es mir stellen. Ansonsten, ja, sehen wir uns dann, ja, am 25. Da bin ich dann wieder da. Ich denke mal, ab 25. oder eben 26. Werde ich dann so halbwegs wieder ja, anfangen aufzunehmen. Ob ich dann direkt schon die Kommentare beantworte, ob ich auch alle beantworte, die in der Zeit angefallen sind, kann ich jetzt nicht sagen. Das wird sich dann zeigen, was es denn für Kommentare sind. Ich werde aber sicher ein bisschen selektieren. Und auf jeden Fall ist dann natürlich erstmal das Wiederaufnehmen, also sprich das neue Aufnehmen, neue Folgen produzieren, ein bisschen wichtiger als die Kommentare, damit ihr eben da auch ja, am Stück vorhanden seid und so weiter. Irgendjemand hatte mal geschrieben, dass ich einen Vlog machen sollte vom Urlaub her. Ich habe noch keinen gemacht gehabt. Ich weiß nicht, ich überlege es mir, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Wenn, ist der eh nach meinem Urlaub erst zu sehen, weil hab zwar WLAN, aber ich habe nur einen billigen Tablet mit und da kriege ich kein Renderprogramm drauf. Und naja, und so weiter und so fort. Deswegen halt so. So, 63 von 100, schön. 64 von 100, noch schöner. 66 von 100, es klappt doch so langsam. Naja, jedenfalls, ja, so ein Tablet ist was Schönes, aber wie gesagt, ist es halt nur ein, ja, ein kleiner Laptop. Auf, hätte ich meinen großen, oder was heißt meinen großen Laptop, den von meinem Schatzchen mitgenommen, dann hätte ich sagen können, jo, okay, der Laptop würde auch noch gehen. Da könnte ich vielleicht ein schmales Renderprogramm draufhauen, könnte eventuell dabei was zusammenstellen, aber naja, wird schwierig werden. Was ich auf meinem Laptop drauf habe, also auf meinem Tablet, weil es ist ein Windows-Tablet, den habe ich mir extra gekauft, sind halt auch meine Beschrifterprogramme, für den Fall, dass ich es doch nicht geschafft haben sollte, alles rechtzeitig zu beschriften oder eben hochzuladen, weil, ja, wie gesagt, ich habe WLAN auf dem Hotelzimmer und da kann ich das dann über das Tablet im Notfall noch schnell mit hinzimmern. Geht natürlich ein bisschen ungünstiger, weil ich halt 2 Bildschirme gewöhnt bin und ja, überhaupt und so. Und aber ja, hey, das kriegt man dann vielleicht auch trotzdem hin. Wird schon werden. Wir werden sehen, sprach der Blinde zum Tauben. So, dann gucken wir mal. Lalalala, im Prinzip sind es, ja gut, es sind schon einige Videos, weil man muss ja nur mal zusammenrechnen oder zusammenrechnen, die für 2 Wochen, also sagen wir 14, 15 Tage, die ich, sagen wir mal, im Voraus einstellen muss. Und davon sind 3 Projekte täglich. Das heißt, 15 mal 3 macht 30, macht 45. Und dann noch 2 Projekte, 2 täglich. Das heißt, nochmal 15 drauf. Also 15 mal 4 macht nach Adam Ries 60. Und ja, 60 Folgen muss ich quasi im Voraus einstellen. Und das dauert schon seine Zeit. Es kann durchaus sein, werdet ihr ja hier sehen, dass ich halt dafür mal die kleine Mini-Beschreibung, die ich ja noch in die Beschreibung passe, von der Folge, dass ich die einfach teilweise weglasse. Das habe ich ja schon oft genug gemacht, weil ich sag mal so, es liest ja nicht jeder immer. Ich mache das nur quasi als kleine Unterstützung, als kleine Hilfe. Ich wollte das auch mal so machen, dass ich das einfach mal als Kommentar einbaue. Aber dazu muss ich mir erstmal meinen Beschrifter ein bisschen umprogrammieren, weil, ja, bringt nichts, wenn ich das immer hier rauskopieren muss und dann wieder und so weiter und so fort. Dauert zwar auch nicht lang, würde ich sagen, aber ist ein bisschen umständlich und ich bin grund von Haus aus faul. Und wie gesagt, die kleine Beschreibung ist halt mehr oder weniger dafür da.
ich sag's mal ganz ehrlich, weniger dafür, dass es die Leute großartig lesen, aber in der kleinen Beschreibung sind halt auch immer kleine Schlagwörter und für den Fall, dass wirklich mal jemand was sucht, ja zum Beispiel, ja wie, wo sind die Juwelenbäume oder was weiß ich, wie behaut man am besten im heiligen Schrein des Hüters oder sowas in der Art, und wenn da dann drin steht, ja heiliger Schrein des Hüters, finden die das darüber und sehen, aha, okay, so könnte man das tun. So würde es gehen. Also quasi auch eine kleine Hilfe, eine Suchhilfe für euch und natürlich für mich, weil dann die Videos besser gefunden werden, was mir ja auch nicht schadet, muss man ja sagen. So. Wiederholbarer. Nee, Stadtport. Mit Lied springen. Lalalalala. Okay. Schmied Hans, den brauchen wir nicht. Major Jojo, Jojo, das war doch die, die unten die Kitties macht, ne? Ja, genau. Wusste ich's doch. So, ich renne hier mal hinterher, einfach nur, weil sie im Bikini ist, natürlich. Oh, Erdbärchen, auch ein netter Name. Ich glaube, die hatten wir auch schon mal gesehen. Jetzt habe ich mich irgendwie, aua. Manchmal sieht man nichts, das ist doof. So, hier kann ich jetzt nicht hin, ich muss hier hin. So, Juwelenbaum für Isia, okay. Und, Akademie, wiederholbarer, springen. Let's jump. Okay, okay, da sind wir. Hier entlang. Oh, mein Dings ist ausgelaufen. Ah, den kann ich ja dann wenigstens noch hinten reinhängen. Vielleicht haben wir deswegen so viel Schaden bekommen, dass ich meinen Guest-Buff mal wieder nicht draufgehauen habe. Wir werden sehen. Wer ist das? Kermit der Coole. Cool. Ja, okay, Gordon können wir, denke ich, vergessen. Brauchen wir nicht anfangen mit, aber naja, gut, ich bleib trotzdem drinnen. Vielleicht überrascht es uns ja und wir wurden trotzdem reingeportet. Ich gehe mal ganz schwer von nicht aus. Nicht von aus. So ist richtig. Lalalala. Was willst du machen? So, hier irgendwo ist die Brücke. Da hinten haben wir sie. Was sagt mein Waschi? Ah, 89 von 300. Habe ich noch Waschi-Futter irgendwo? Nur schon mal zur Fu- Oh, ich kann ja erstmal das hier. Genau. Machen wir mal die Karte nebenbei. Und gucken mal, ob ich noch irgendwo Waschi-Futter habe. Ansonsten muss ich das bei Gelegenheit mal einplanen. Pulver des Lebens. Nee, habe ich nicht. Okay. So, den Juwelenbaum. Da ist er. Auf der registrierten Karte sind gleich, ne? Dann registrieren wir sie auch gleich. Da ist er nämlich weg. So, hopp. Und hier durch. Lelelel. Aua. Hier wieder noch so mal hängen geblieben, dass man da nicht über den Berg kann. Doof. Puh. Die wollen das halt nicht. So, einmal hier hoch und dann hätten wir es auch fast geschafft. Zumindest haben wir den Umweg geschafft. Die könnten noch eine Brücke da irgendwie drüber bauen. Es gab auch mal einen Trick, dass man sich da quasi irgendwie drüber, drüber glitschen konnte. Ich weiß gar nicht, wo das war und ob das überhaupt noch funktioniert. Können wir ja bei Gelegenheit mal ausprobieren. Vielleicht können wir da ein bisschen Weg sparen, aber andererseits, wie gesagt, wie es mit Glitchen sowas ist. Erstens ist das ja, sagen wir mal, vom Spiel nicht direkt gewollt. Das heißt, es kann sein, dass es erstens gepatcht ist. Und es kann natürlich auch sein, dass ich hier hängen bleibe, hier, oder? So, ja, dass ich irgendwo hängen bleibe, genau. Und dass mein Handy immer noch lautlos laut gestellt ist. Naja, was soll's. Gibt Schlimmeres im Leben als ein lautes Handy. So, zum Beispiel Juwelenbäume. Nur mal, um ein Beispiel reinzuwerfen in den Raum. Apropos werfen, ich werf gerne Da ist einer abgehauen, der Drecksack. Alicia Hüse der Hose. Hüse der Sonnenfinsternis. Yay, nehme ich mit. Okay, 300 haben wir. 300. Also, wir haben auf jeden Fall wieder ein paar Juwelenbäumchen platt gemacht. So, das meine ich damit. Lalalala. Kommt mal her hier. Put, put, put. Komm zum lieben Black. Komm zum lieben Black. So, okay. 8. Und dann haben wir hier hinten und euch hier nehme ich natürlich auch alles mit. Hier kommt mal mit. So. Na, der eine da steht jetzt dumm in der Gegend rum, aber na gut, okay. Man kann ja nicht alles haben, der kommt in der nächsten Runde dann wieder dran. So, habe ich beschlossen. Ja doch, ich habe gerade so erwischt, den anderen. Okay. Das ist gut. Das ist immer bestens. Je mehr man erwischt, desto besser. Heißt ja so. Erwischen. Weil erwischen gut ist. Erwisch. Achso, ich wollte ja hier den hier draufhauen. Genau, dann machen wir das gleich mal. So.
Wir hätten, naja, 16 von 100, 17 von 100. Es geht voran, meine Freunde, es geht voran. Kommt mal mit. Und ihr auch. So, 18 von 100, dann, da heißt, wir haben ja schon fast wieder eine weitere Runde. Naja, was heißt fast? Wir haben nicht mal 20, oder wir haben 20%. Das ist nicht fast. Das sind, ist schon noch ein bisschen was, was wir arbeiten müssen, aber so lange sind wir ja auch nicht wieder hier. So, hopp. Jetzt habe ich mal einen Trank schlucken müssen, das zählt nichts. Ich muss mir echt neue Tränke machen. Meine Tränke gehen aus, sonst sterbe ich hier wirklich mal. Und wenn es die drei Tränke sind, dass ich da immer eine Reserve drin habe, das schadet absolut nicht. Oh, es kann auch sein, dass das daran liegt, dass meine Mage-Steff-Rolle alle ist. So, jetzt dürfte es besser werden. Hoffe ich mal. Ganz schwer. Kommt mal mit. Put, 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 put. Alle zu mir kommen. 34. 35. Jawohl. Und du auch. Wo bin ich hier? 37%. Na, immerhin. Ihr auch. Kommt alle zu Papi. Papi Black. Ich versorge euch gut. Ihr werdet, bei euch wird es euch an nichts mangeln. Nein, nichts an einer Vergiftung, nicht an einer Blutung, nein. Bei mir wird es an nichts mangeln, auch nicht an einer Krankheit. Weil das eine ist ja eine Vergiftung, das andere ist eine Blutung und das andere, wiederum andere, was man als Schaden machen kann, ist eine Krankheit. Und momentan ist ja, ich glaube, wir haben die Vergiftung mit Nebel der Natur. Wir können ja mal gucken. Feuert infizierte Pfeile, ist glaube ich durch bohrender Schuss, ist so Periode Schaden erkrankt, genau. Und das andere ist der Giftschaden, genau. Und der Blutungsschaden kommt mit Level 100 für die dritte AOE oder mit der dritten AOE dazu. Im Prinzip kann man sagen, alles was man hier unten als Einzelschaden hat, hat man auch nochmal als AOE. Irgendwann. Früher oder später. Beim einen früher, bei dem anderen später. Weil mit Level 51 ist ja schon Nebel der Natur doch recht früh. Dafür ist mit 100, na gut, okay, ist dann auch ein schöner Bonus, wenn wir dann die dritte AOE bekommen. Ich gehe mal von, ich glaube, die AOE gab es ja bei beiden, ne? Die gab es ja nicht nur beim Scharfschützen, sondern beim Waldläufer, sondern auch beim Scharfschützen. Ich bin übrigens immer noch unentschlossen, was ich mache. Ob ich jetzt einen Scharfschützen erstelle oder noch einen Waldläufer, weil, wie gesagt, einen Waldi habe ich ja eigentlich schon einen. Ich könnte jetzt noch einen Scharfschützen machen. Aber weil ich lieber Waldi spiele, dann einfach den Char wechseln und halt mit dem Nagel sozusagen das Let's Play fortsetzen. Also quasi mit dem Char, beziehungsweise mit dem Char-Namen, mit dem wir das Let's Play angefangen haben. Ich bin aber ehrlich gesagt noch unentschlossen. Weil ich werde definitiv, soweit bin ich denke ich schon mal, mit einem Waldi fortsetzen, weil der, sagen wir mal, die bessere AOE-Unterstützung hat. Und außerdem halt die Army. Früher oder später, ich bin einfach der Army-Freund. Muss man sagen. Weil die einfach mehr Schaden macht für die AOEs. Bumm. Klar, die Bögen sind jetzt nicht mehr so extrem dann auf den höheren Leveln der Unterschied. Aber wie gesagt, Bögen sind im Allgemeinen schneller. Und ja, hauen dafür aber weniger Schaden raus. So, weil weiß ich, in Damage pro Sekunde wäre das vielleicht anders. Aber dadurch, dass ich ja mit den AOEs laufe, nützt mir das schneller ja nichts. Das schneller ist ja nur bei Auto-Hits. So. Das hat ja nichts mit der Cast-Dauer dem Cooldown der allgemeinen Skills zu tun. Und da ich ja hier keine Auto-Hits mache, wenn ich kite, ist das ein bisschen schwieriger. Lalalala. Kommt mal alle mit. Alle zusammen. So, okay. 447 von 100. Na, es wird doch. Es wird doch, meine Freunde, es wird doch. 76 von 100. Dann hätten wir schon wieder die nächste Runde fertig. Das ist doch gut. Dann wären wir ja schon bei 40%. Ja, nur dann hätten wir ja schon fast, nicht ganz, aber fast die Hälfte fürs nächste Level geschafft. Hey. Wir nähern uns mit großen Schritten meiner Helga-Armbrust. Ah, da freue ich mich drauf. Wir ziehen los mit ganz großen Schritten und Erwin fasst da Heidi von hinten an die Schulter. Ja, das hat mir schon immer gefallen, weil das hier eindeutig zweideutig war. Lalalala, wo bin ich denn eigentlich? Ich bin hier irgendwo, ich muss hier hinten lang. Das kriege ich die da hinten ja nicht. Ah, das ist halt das Blöde, wenn man rückwärts läuft. Im Trumpftrümmern ging das ja noch relativ leicht, weil man da genau wusste, wo man lang musste. Weil, ja, da gab es ja nur den Viererraum.
oder quasi unten den unteren Ring, wo das am besten ging und wo dann die Herztrümpfe waren, wo man ab und zu vielleicht mal nach hinten gucken musste, wobei es da auch nicht so hundertprozentig notwendig war. Hier hat man nicht ganz so viele Anhaltspunkte, deswegen ist das ein bisschen schwieriger. Aber nicht unmöglich, wie man sieht. Mumi hat soeben Level 20 erreicht. Glückwunsch, Mumi. So, gucken wir mal weiter. Hier hinten haben sich Juwelenbäume versteckt. Ich wusste es doch. Komm. Hier wird jeder getötet. Ich mache da keine Ausnahmen. Keine Opfer für irgendwelche feigen Juwelenbäume. Ihr haut mich, ich hau euch. Das ist doch, so ist der Preis des Lebens. Was will man denn anderes machen? So, hopp. Apropos Preis des Lebens, wir haben die alle fertig und wir haben auch die nächste Runde fertig und auch diese Folge haben wir geschafft. Lasst ein kleines Feedback da, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, na dann eben auch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal, bis denn. Tschüss.